Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand, eure Ex-Grundschullehrerin. Und als solche interessiert euch natürlich wahrscheinlich meine Meinung zu diesem ganzen Rechtschreibthema. Ja, was jetzt hochgekocht wird, ja, wäre ja nicht so wichtig. Fremdsprachen brauchen wir auch nicht mehr. Und ja, da wollte ich euch auch ganz kurz mal mit diesem Video meine Meinung dazu mitteilen und freue mich natürlich über eure Kommentare, freue mich immer über einen Like und freue mich natürlich auch, wenn ihr fleißig das Video teilt, denn ihr wisst, das unterstützt solche Kanäle und solche Inhalte wie meinen, also nicht meinen Inhalt, meinen Kanal und meine Inhalte, und da freue ich mich natürlich immer wirklich, wirklich sehr, wenn ihr euch vielleicht sogar extra dafür anmelden würdet. Und genau, wir gehen mal direkt ins Thema rein. Also, wir haben ja die Situation in Deutschland, dass wir eine Schulpflicht haben. Das heißt, eine Schulgebäudeanwesenheitspflicht. Wir müssen tatsächlich unsere Kinder, immer wenn Schultage sind, in die Schule schicken. Das heißt, wir haben gar keine Wahl. Das heißt, alles, was in diesem Schulsystem passiert, ist in gewisser Weise verpflichtend für unsere Kinder. Egal, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Und nun möchte ich gar nicht abschließend sagen, ich bin zwar Lehrerin gewesen und klar, es sind Dinge wichtig, ja, aber ich will jetzt gar nicht mal abschließend sagen, das ist total wichtig mit der Rechtschreibung und dass ich bin total empört, oder ja, mit den Fremdsprachen, ich war ja Englischlehrerin, ja, das ist total furchtbar und das, wie kann man nur, aber darum geht's gar nicht, es geht darum, ist das für die Eltern genug? Ja, ist das für alle Eltern okay so? Ja, weil die Kinder müssen ja in die Schule gehen. Und das heißt, in der Zeit, in der sie sich in der Schule befinden, läuft ja nichts anderes. Und wenn manchen Eltern die Rechtschreibung eben wichtig ist und die aber in der Schule dann nicht mehr so streng vermittelt wird, wie sie sich das vielleicht wünschen, dann haben wir ein Problem. Ja, und das ist nämlich genau der Punkt, der wie bei allen anderen Dingen auch immer wieder hochkommt, dass wir einfach nicht diese Schulpflicht länger aufrechterhalten können, wenn noch nicht mal die Qualität gesichert wird, ja? Und für manche Leute ist das eben Qualität. Und da ist es eigentlich ganz egal, wie ich das sehe. Ich verlinke euch mal hier ein Video, was ich zur Rechtschreiberentwicklung gemacht habe. Und natürlich darf man und sollte auch alles mit Abstand sehen, neu sehen. Man sollte auch die neuen Möglichkeiten, die uns gegeben sind, mit integrieren und dann natürlich auch das Curriculum dementsprechend anpassen. Nur ist das natürlich eine totale Auslegungssache. Was ist da jetzt dann zu viel? Also wann hört bei manchem der Spaß auf und wann ist es einfach ja so die Frage, ja, wenn doch die Kinder in die Schule gehen, den ganzen Vormittag, 10, 12 Jahre lang. Gut, das war ja jetzt, glaube ich, 40% können nicht richtig lesen, schreiben und rechnen in der 9. Klasse. So, wenn Kinder jetzt 9 Jahre lang jeden Tag in diese Schule gegangen sind, außer natürlich Wochenende und Ferien, dann frage ich mich, sollten wir uns, wenn uns doch verkauft wird, Bildung und so weiter, sollten wir uns tatsächlich damit zufrieden geben, dass wir dann nicht mal mehr das kriegen, weshalb unsere Kinder angeblich dahin gehen? Ja, das ist ja auch die nächste Frage. Sollen wir uns dann wirklich damit zufrieden geben, dass unsere Kinder eigentlich nur noch beaufsichtigt werden? Ja, ich meine, wenn wir einmal so anfangen und sagen, ja, das ist nicht mehr wichtig, das ist nicht mehr wichtig, das ist nicht mehr wichtig, dann können doch die Kinder genauso gut frei lernen zu Hause. Wo ist dann die Gefahr, wenn sie nicht in die Schule gehen, wenn in der Schule auch alles abbaut, ja? Und gerade auch Fremdsprachen. Ich meine, es ist einfach ein schönes Gefühl, sich in einer fremden Sprache unterhalten zu können mit jemandem, ne? Und nicht immer erst zu warten, bis ich dann die Übersetzung kriege. Zumal ich ja dann auch das immer brauche. Und wollen wir das? Ja, wollen wir immer irgendeinen Knopf im Ohr haben oder wollen wir immer eintippen, Google Translate und so weiter? Wollen wir das immer machen? Ja, und die Antwort ist ganz eindeutig, vielleicht ja, vielleicht nein. Für den einen so, für den anderen so. Aber wir können ja nicht ein Schulsystem, was für alle Kinder gelten soll, was ja auch das Problem ist, ja, dieser Allgemeinheitsanspruch, den die Schule stellt, nämlich jedem Kind gerecht werden zu können, das geht ja nicht, ja. Also wir können ja nicht die Standards immer mehr senken von einer Sache, wo wir dann quasi sagen, ja, das ist so unbedingt wichtig, aber wer ist denn der, der das dann senkt, der dann sagt, sind das irgendwelche Politiker, die vielleicht nicht mal Lehrer sind, die keine Ausbildung haben,
Aber dieses Konstrukt Schule lenken, ja, also das ist ja, weil wir müssen ja immer sehen, wir haben zwei Interpretationsmöglichkeiten. Die eine ist meine, Kinder lernen von alleine. Da brauchen wir keine Lehrer, wir brauchen keine Erziehungswissenschaften, keine Didaktik. Kinder lernen von alleine, weil ihnen das in die Wiege gelegt wird. So, das ist das eine Konstrukt. Da schlagen ja viele die Hände über dem Kopf zusammen. Aber wenn wir das andere Konstrukt nehmen, diese Schule, Kinder brauchen Lehrer, Kinder brauchen Schule, Kinder brauchen dies und jenes und das. Wer ist denn dann der, der sagt, also das brauchen sie nicht mehr und das brauchen sie? Und ja, also das ist alles für mich so ein bisschen verquer und dann frage ich mich halt wirklich, wie wollen wir denn irgendwann diese Schulpflicht noch rechtfertigen? Der Schulweg wird immer gefährlicher. Es gibt Mobbing in der Schule. Es gibt viele Kinder, die in der Schule gar nicht mehr klarkommen, ohne dass sie irgendwelche Substanzen zu sich nehmen. Ja, also ich habe mal hier die Gefahren der Schule aufgelistet in diesem Video. Es wird immer bunter. Ja, wir haben doppelte Klassenführungen und so weiter. Alles Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und dann sagen wir, okay, dann tun wir halt die Standards runter, ne? Das werden wir dann spätestens bei PISA auf jeden Fall wieder merken, aber das ist ja auch egal. Ich meine, mir ist jetzt PISA auch egal, weil am Ende ist es wichtig, dass das einzelne Kind glücklich lebt, dass es genau das kann, was es zum Leben braucht und dass ihm keine Grenzen gesetzt sind für das Leben, was es sich wünscht und erträumt, das Kind, ja? Und das ist doch wichtig. Und da wird es sicher Kinder geben, die gehen in eine andere Richtung als andere Kinder, ja. Aber das Problem beim Schulsystem ist ja, dass wir immer einen Standard haben, der für alle ausgerufen wird und für alle festgesetzt wird. Und dann noch die Frage von wem? Sind das wirklich alles Experten? Sind das Leute, die sich vielleicht auch schon mit dem freien, mit dem natürlichen Lernen auseinandergesetzt haben? Das ist ja alles egal und unklar, ne? Die Kinder freuen sich auf jeden Fall, denke ich, wenn die Fehler nicht mehr gezählt werden. Die Eltern nicht so sehr, ja. Ja, anzunehmen. Und ja, und dann geht's so weiter. Und dann werden noch mehr Abstriche gemacht und noch mehr Abstriche. Und dann ist es doch tatsächlich nur noch eine Aufbewahrungsstation, was es ja zum größten Teil heute sowieso schon ist durch den eklatanten Lehrermangel, ja. Es ist einfach der Wahnsinn, ja. Wir sagen, die Kinder müssen in die Schule, weil dort sind die Experten, die zum Teil in Berlin zu einem ganz großen Prozentsatz Quereinsteiger sind. Ja, was sind denn das dann noch für Experten? Dann sind wir doch eigentlich beim freien Lernen, wenn Leute aus der freien Welt unseren Kindern was vermitteln dürfen. Dann können wir aber dieses ganze Narrativ vom Schulkonstrukt und der Wichtigkeit und bla bla bla, ja, nicht mehr aufrechterhalten, weil einfach... Warum? Warum soll dein Kind noch in die Schule? Ja, wegen der sozialen Kontakte. Okay, könnte man beheben, indem man die Schule nicht verpflichtend macht. Dann hat man auch wieder genug soziale Kontakte auf dem Spielplatz. Ganz wie früher, ja. Es hat ja auch Zeiten gegeben, da war die Schule noch nicht immer jeden Tag, ja. Dann gab es Zeiten, da gab es noch gar keine Schule für die allgemeine Bevölkerung. Und wenn die Schule jetzt das eine, was sie nach Meinung vieler Leute noch kann, nämlich diese grundlegenden Dinge vermitteln, wenn sie das ja auch nicht mehr wirklich richtig dann schafft, in der ganzen Zeit, die ihr zur Verfügung steht, das zu tun, ja, die ganzen 9 Jahre, bis dann 40% nicht mehr richtig schreiben und lesen und rechnen können, dann macht ja die Schule auch irgendwas falsch. Ja, wie kann ich denn 9 Jahre Kinder begleiten und sie können immer noch nicht richtig schreiben, lesen und rechnen? Beziehungsweise, jetzt mal abgesehen, wenn jemand jetzt eine tatsächliche Teilleistungsstörung hat. Ja, das ist ja nochmal was anderes, aber das kann ja nicht bei 40% der Kinder sein, ja. Und da ist doch die Frage, wir haben hier 9 Jahre, ja, rechnet euch das mal aus, 9 Jahre in der Schule verbracht, Montag bis Freitag außer Ferien, in der Grundschule 4 bis 5 bis 6 Stunden pro Tag, später dann noch mehr 7 bis 8 Stunden, 6, 7, 8 Stunden am Tag, haben wir in der Schule gesessen. Und das kommt dabei raus. Ja, ich meine, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das passieren kann, ja. Weil wir rasen durch den Stoff, wir lassen den Kindern nicht individuell die Zeit, die sie brauchen. Viele Kinder gehen aus der Grundschule schon raus und können noch nicht richtig lesen. Darauf wird aber dann aufgebaut, ja, dieser fiktive Schüler, an den sich der Lehrplan ja richtet, dann wird aufgebaut und die Kinder kommen einfach nicht mehr hinterher. Und was sie haben, sind 9 Jahre lang Halbwissen, 9 Jahre lang nicht das geübt, was sie vielleicht hätten üben müssen,
um zu diesem Stand zu kommen. Und dann macht für mich das ganze Schulsystem keinen Sinn mehr. Und dann kann man nämlich mal nachfragen bei den Leuten, die frei lernen und die homeschoolen und die eben sagen, okay, es macht keinen Sinn, einen Sechsjährigen zu zwingen, zum Lesen lernen. Warten wir lieber, bis sein Fenster auf ist, bis es ihm gut damit geht, bis es ihm Spaß macht. Dann haben wir weniger die Wahrscheinlichkeit, eine Leseschwäche, Leserechtschreibeschwäche und so weiter da zu verursachen. Ja, aber wir denken ja gar nicht mal drüber nach, dass die Schule ja zum Teil auch die Teilleistungsschwächen verursacht. Und das ist einfach so traurig, ja, weil wir einfach, Hauptsache die Kinder sitzen da, Hauptsache der Stoff stand an der Tafel, Hauptsache der Lehrer war davon und hat auch sein Geld bekommen. Aber ob da wirklich was ankommt, ob das wirklich was nützt, das ist egal, ja. Und dann gehen wir noch hin und sagen, okay, wir haben euch die zwangsweise die Zeit genommen in eurem Leben, weil ihr musstet in diese Schule gehen und ihr durftet nichts anderes in der Zeit machen und ihr musstet immer genau das machen, was wir gesagt haben und ihr durftet euch nicht mit den Sachen intensiv beschäftigen, die ihr vielleicht länger gebraucht hättet, ja, wo ihr mehr Input gebraucht hättet. Ja, es heißt ja nicht, dass jemand, der zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche hat, dass der sich nicht trotzdem für Lesen interessieren darf, ja. Aber er bekommt einfach nicht die Zeit, in seinem Tempo das Lesen zu erlernen, das Schreiben zu erlernen, Rechtschreibregeln zu erlernen und so weiter, ja. Also, und das heißt ja nicht, dass das Kind das nicht machen möchte. Aber es hat einfach nicht, es ist nicht genug Zeit vorgesehen, weil wir haben ja noch das Fach und das Fach und das Fach. Und wir müssen ja sowieso hier abknapsen und da abknapsen für Deutsch. Ja, wird ja gesagt, dass wir dann Mathe, Kunst und Werken oder so zusammenlegen. Ja, knapsen wir alles ab. Und das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist einfach ein Unding. Ja, wir knapsen immer mehr Zeit von den Sachen ab, die Kinder in der Zeit eigentlich bräuchten, zum Beispiel kreative Dinge, gerade in den Grundschuljahren, um zu rechtfertigen, wir brauchen das für Deutsch und Mathe, aber dann klappt es ja immer noch nicht. Und wenn es heute schon nicht klappt, dann rechnet doch mal hoch, wie das mit den Erstklässlern von heute in 9 Jahren dann aussehen soll. Mit noch mehr Lehrermangel, mit noch mehr doppelter Klassenführung, mit noch weniger Ressourcen und so weiter, ja. Also es ist einfach wirklich eine sehr spannende Entwicklung, die sich da gerade auftut. Ich als Eltern in Deutschland, ich wäre ja echt sauer, ja. Ich wäre echt sauer, weil das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass uns hier was aufgezwungen wird an unseren Kindern, was nicht mal die Mindeststandards von im internationalen Vergleich irgendwie erreichen kann. Potenziell, ja. Denn ihr wisst, wie es ist, was nicht benotet wird und was nicht gewertschätzt wird in der Schule, das interessiert die Kinder auch nicht. Und wie gesagt, ich möchte darüber jetzt kein Urteil fällen, ist jetzt Rechtschreibung wichtig oder nicht. Das will ich damit nicht sagen, aber ich will nur sagen, wir kaufen hier eine Mogelpackung, die immer mogeliger wird, ja, mit der Schule. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wenn ihr noch mehr Impulse zum freien Lernen haben wollt, verlinke ich euch mal hier unseren Instagram-Kanal. Und natürlich freue ich mich auch, falls ihr Coaching braucht, falls ihr selber an der Schwelle steht zum Freilernen, zum Homeschooling, ihr seid unsicher oder die Verwandten, die nagen euch immer ein Ohr ab und machen euch unsicher bei Kita frei, Familienbett etc., dann meldet euch gerne und wir können einen Termin vereinbaren. Also in diesem Sinne, ganz viel Kraft für euch und bis zum nächsten Video. Ciao!